Dann hatte ich den Jungen. Sie haben ihn mir weggenommen. Francesca! Und eines Tages... Der Hurensohn von deinem Mann hat meinen Lehrling umgebracht und sie haben ihn weggeschafft! Ich werde für dich sorgen, Arnau. Ich lasse nicht zu, dass dir irgendwer was antut. Keiner. Hier werden wir frei sein, mein Junge. Aber mach dir keine Illusion, er wird nie einer von denen da oben sein. Ich will auch nicht, dass er einer von denen ist. Wenn du es dir zutraust und es schaffst, dann nehmen wir dich auf. Gut gemacht, Arnau! Niemand hat irgendwelche Rechte auf uns. Wir sind freigelaufen. Für die Jungfrau, Arnau! Diese Kirche zu bauen, so wie wir es getan haben, das ist unmöglich. Aber jetzt steht ihr davor. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Attacke! Ein Soldat, der den Tod nicht fürchtet, ist tapfer. Aber ein Mann, der das Leben fürchtet, ist ein Feigling. Was von beidem bist du, Barcelonese? Arnau. Seid gegrüßt, liebe Serienfreunde. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wir wurden tatsächlich mächtig überrascht von der Veröffentlichung dieser neuen spanischen Netflix-Serie. Die Kathedrale des Meeres basiert dabei auf dem gleichnamigen Weltbestseller vom spanischen Autor Ildefonso Falcones, der sage und schreibe über 7 Millionen Mal weltweit über den Ladentisch wanderte. Bei diesem riesigen Erfolg des Buches war es auch keine Überraschung, dass die Serie bei ihrer TV-Premiere Anfang 2018 bereits 4,5 Millionen Zuschauer vor die spanischen TV-Bildschirme lockte. Co-Produzent Netflix legt nun nach und veröffentlicht die mittelalterliche Saga gleichzeitig in weltweit über 120 Länder. Das Buch hingegen wurde wohl auch deshalb zu einem Hit, da sich Autor Falcones während seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Anwalt satte 5 Jahre lang mit der mittelalterlichen Rechtsgeschichte Kataloniens befasste und seinem Roman eine fast schon erschreckende Authentizität verlieh. Aber nun genug davon, jetzt erfahrt ihr erst einmal, worum es in der Serie eigentlich genau geht. Die Serie spielt im mittelalterlichen Barcelona im 14. Jahrhundert, während es um Spanien in dieser Zeit im Allgemeinen wirtschaftlich gesehen nicht so gut bestellt ist und das einfache Volk unter der Herrschaft der Feudalherren leidet, ist Barcelona bereits eine freie Stadt und ein florierendes Handelszentrum. Und genau deshalb flieht ein Leibeigener auch zu Beginn der Geschichte mit seinem gerade erst geborenen Sohn vor seinem grausamen Lehnsherrn in die von der Feudalherrschaft befreite Hafenstadt. Wer hier 1 Jahr und 1 Tag lebt, wird ebenfalls frei und ist kein Leibeigener mehr. In Barcelona angekommen, erlebt der junge Arnau Estranyol den Bau von Santa Maria del Mar, eine riesige Kathedrale, wie sie erst das Land noch nicht gesehen hat. Im Schatten des mächtigen Bauwerks erfährt er am eigenen Leib, wie hart und unerbittlich die Arbeit daran ist. Mit den anderen Steinträgern schleppt der nun 14-Jährige nämlich riesige Felsblöcke von einem in der Stadt gelegenen 173 Meter hohen Hausberg bis hinunter in den Hafen. Doch während sich die Kathedrale des Meeres immer mehr und mehr in den Himmel reckt, wirft sie auch dunkle Schatten auf das Leben der Menschen. Auf der einen Seite leidet das Volk unter der Willkür des Adels, und auf der anderen Seite steht die Pest bereits vor den Toren der katalanischen Hauptstadt. Auch wenn Arnau selbst nur zu Beginn direkt mit dem Bau der Kathedrale zu tun hat, findet er immer wieder dorthin zurück in der Geschichte, betet in ihr und wohnt sogar gegenüber der Kathedrale, dessen Bau insgesamt für die damalige Zeit nur läppische 55 Jahre dauerte. In den folgenden Jahren dient er sich vom kleinen Lehrling bis hin zum Seekonsul hoch und damit zu einem der angesehensten Bürger der Stadt. Allerdings ruft diese Karriere auch viele Neider im Adel hervor, Intrigen werden gegen ihn gesponnen und letzten Endes ruft das alles sogar die spanische Inquisition auf den Plan. Und Arnau muss fortan um sein eigenes Leben fürchten. Die Kathedrale des Meeres ist ein von der ersten bis zur letzten Sekunde extrem fesselnder, authentischer und farbenfroher Trip durch die spanische Geschichte. Dabei beschränkt sich die Handlung nicht nur auf den Bau der Kathedrale, sondern verfolgt und beschreibt Arnaus Leben auch in allen Lagen. Durch viele Wendungen und persönliche Veränderungen lernt man so auch die Zeit und das Leben in Barcelona kennen. Mit all seinen komplizierten eigenen Gesetzen, seinem unbrauchbaren Hafen, seinen Vierteln und einem Konglomerat von verschiedenen Menschen wie Händlern, Juden, Adligen, Arbeitern und Königen, wird die Stadt selbst zu einem heimlichen Hauptdarsteller der Serie. Die für eine solche Serie notwendige Dramatik muss hier somit gar nicht erst künstlich herbeikonstruiert werden, sondern ergibt sich von ganz allein aus den damaligen Lebens- und Herrschaftsverhältnissen. Die insgesamt 8-teilige erste Staffel steht euch in deutscher Synchronisation ab dem 31. August auf Netflix zur Verfügung. Wir sind extrem begeistert und hoffen, dass, falls euch der Trailer noch nicht
getriggert haben sollte, dass zumindest unsere Ausführungen euch neugierig gemacht haben auf diese spanische Serienperle. Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr von dieser Serie haltet. Falls euch das Video gefallen haben sollte, bewertet es gerne und lasst uns natürlich auch ein Abo da, um keine weiteren Film- oder halt eben Serienneuvorstellungen auf Amazon, Netflix oder eben Sky Ticket mehr zu verpassen. In diesem Sinne, euch ein entspanntes und erholsames Wochenende. Möge der Stream mit euch sein. Bis bald.